herzlich willkommen zurück zur zweiten Episode von Minecraft. Das fängt ja super an. Schlechte Version. Weizen gegen nein, Möhre. Nein, das meine ich gar Weizen nicht. Weizen gegen Möhre. Er fängt mich direkt an zu schlagen hier. Wir müssen das ja direkt Action machen. Das ist jetzt ja langweilig. Weißt du, du hast gerade deinen Satz beendet, da fängt er direkt an hier mich zu schlagen. Ja, das ist doch bei euch Standard, oder nicht? Na. So drücken wir doch unsere Liebe aus. Klar. Seit wann mögen wir uns? Ja, seitdem du ihn geschlagen hast. Ach so, so läuft das bei dir. So, ja, warte, dann. So. So, aua! Drücken wir doch seine Liebe aus, oder nicht? Aua! So, sollen wir mal uns treffen? Ja, wir beide sind hier im Dorf, Daniel. Ja, der Dorf, da macht mir ganz viel. Ja, Oliver, oder wir beide gehen jetzt... Ne, ist auch scheiße. Eigentlich sollten wir zusammenbleiben. Das ist echt ja, doof, wenn wir jetzt rennen. Ne? Ihr wollt mich doch eh nur töten. Ja, natürlich! Ihr wollt mich doch eh nur töten. Meine ganzen geilen Sachen haben. Ich kenne euch doch. Ist mir egal, wir brauchen echt immer einen Platz, wo wir ein Zeug hinschmeißen. Sonst sind wir tot und finden unsere Sachen nicht wieder. Richtig. Ich brauche was zu essen. Das ist, was ich brauche. Das habe ich ein bisschen mit, so. Eine Kartoffel. Ich meine, du kannst ja deine Diamanten irgendwo auf dem Weg verstecken. Gott, und dann, bitte. Ja, ich meine, wenn es jetzt wirklich darum geht, also... Ich glaube, nee, letzten Endes, nachher arbeiten wir eh wieder zusammen oder so. Also solange ihr mir versprecht, dass ihr die nicht irgendwie wegmacht oder so, traue ich mich doch dann zurück. Du darfst deinen Diamanten gerne behalten, weil du wirst wahrscheinlich eh wieder am liebsten durch Höhlen laufen, dementsprechend wirst du ausgerüstet. Ja. Und wir werden mal mitkommen, mal nicht, je nachdem, wie wir Lust haben. Hey, geil, hier sind voll die lustigen Berge. Ich habe einen Sattel, ja. Und weißt du, wem der Sattel gehört? Richtig mir. Meine Mama. Deine Mama hat einen Sattel und der Sattel, was? Schmeckt so gut. Genau. So, Sitz. Ja, genau. Sitz. Bravo, Hundi. Ich geh mal ein paar Schweinchen töten. Bringst ja deine Hundestaffel mit. Ja, natürlich. Dog Army. Alter, hier sind so viele Schweine. Ja, töte sie und... Hat dir jetzt schon jemand gesagt, wo das Dorf ist, die Koordinaten? Aha. Nö. Ich hab grad Spaß mit den Hunden. Ja, ne, dann hab erstmal deinen Spaß mit den Hunden. Ja, also jetzt nicht das, was du denkst, ne? Ich mach... Kann man da irgendwie so eine Melodie mitmachen? Oder so im Musikvideo? Mit dem Kopfnicken. Oh Gott. Wenn man Fleisch hinhält, dann neigen die ja das Köpfchen. Das wird übrigens gleich in der Nacht, ne? Nur so zur Info. Ja, also bis dahin solltest du hier sein. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Sonst hätten wir die heutige Folge nur damit verbracht, dass wir hier rumstehen und... Ihr könntet euch auch ein Bett bauen. Und nee, können wir nicht. Und ich baue mir ein Bett und dann gehen wir schlafen. Wie wär's damit? Da muss ich aber Schafe töten. Ja. Hab ich auch. Brauchen wir noch zum Züchten. Oder? Hab ich überhaupt genug Wolle? Ja doch, ich hab genug Wolle. Ja, dann lass uns echt mal schlafen. Also, Schafe töten, schlafen und dann wieder aufstehen. Ja, hier gibt's überhaupt gar nicht so viele Schafe. Komm, du brauchst jetzt mindestens 3 Wolle. Ja, 1 ist ja super. Wuff. Miau, miau. Ja, die müssen wir auch noch finden. Die Meerkatzen. Ne, wie heißen die Katzen hier nochmal? Das sind doch. Ocelots. Also, schlechte Nachrichten. Ich habe hier nur einen Schaf gefunden. Ja. Wie viel haben wir denn? Sonnenuntergang. Sonnenuntergang, ja. Ja gut, da muss ich aber irgendwas hier lassen. Ja, lass ich den Pfeil hier. Ja, Quatsch, ansonsten lass ich den Pfeil hier und baue den Ofen wieder ab. Und dann sage ich Hundis, auf geht's, meine Freunde, auf geht's. Ja stimmt, du hast ja Hunde, du kommst ja zurecht. Mit seiner Hundearmee. Es sei denn, die fallen hier die ganze Zeit irgendwo runter. Du hast eine sehr clevere Hundearmee. Dann müsst ihr mir mal sagen, wo es lang geht. Welche Koordinaten brauchst du?
Die X- und Y-Koordinaten. 17, 6, 6, 6 und 5, 75. 17? Und 75. Und 75? Die Zombies sind da. Ich höre sie schon. Ich laufe mal in die Richtung, in der ich auch so ungefähr gekommen bin. Guten Tag. Ah, guten Abend. Ruhig, ich stehe direkt neben dem Creeper. Psst, kein Ton. Ich laufe aber irgendwie in X-Richtung irgendwie verkehrt. Ich glaube, da muss ich nach da. Ja, ich muss nach da. Boah, das ist so dunkel, ich sehe fast gar nichts. Mhm. Ah, das ist eine Kuh. Hallo Kuh. Ich fighte hier episch gegen zwei Zombies. Ich hoffe, meine Hunde sterben nicht. Ich bin Monsterjäger. Merkt ihr was? Es leckt nicht mehr. Ja. Oh! Schwert ist kaputt. Ich glaube, es lag übrigens an den etwas höheren Anzahlen von Millionen Tieren. Ach schön, du hast hier schon einen Ofen nicht mit Geheimnissen. Nicht auf diesem Server. Nee, ach so, das wissen die Zuschauer nicht. Wir hatten das schon mal probiert mit einer anderen Welt. Und da ging es mit dem Server gar nicht. Und inzwischen, ich finde eigentlich... Ist der Herr, der da redet, hatte einfach zu viele Tiere. Ja, der meinte... Ja, der da redet, der meinte, es wäre eine gute Idee, 10.000 Hühner in einem Gatter von 10 Quadratmetern zu halten. Und ja. das ging nicht sehr gut. Also, so schnell, wie du die Eier geworfen hast, da hat er ungefähr 30 Stück wieder voll. Hier sind übrigens Pferde. Ja, Pferde sind gut. Dann nimm dir doch mal eins mit. Du hast nein, schon nicht jetzt zu dieser Uhrzeit. So, ich komme mal hier in das Häuschen. Hast du gerade? Ich habe nichts genommen. Ich habe nur geguckt, was Hundies, du da machst. Please, kommt her. Kommt rein, Hundis. Lass sie doch vor der Tür. Kämpfen für uns, beziehungsweise für dich. Nee, die werden ja, glaube ich, nicht angegriffen, oder? Alter! Ja, noch ein Grund, sie draußen zu lassen. Ja, ich hoffe, sie werden nicht angegriffen. Ich weiß es nicht. Ein Hund ist hier drinne, das ist gut. Und ich sag mal, Hundi, beweg deinen fetten Arsch mal da aus der Ecke raus. Ich möchte da gerne hin. Komm. Da ist noch einer. Sehr schön. Und jetzt kommt er raus. Dankeschön. Hinsetzen. Brav. Er sitzt auf meiner Werkzeugkiste. Halt's Maul. Was darf der? Nein, das darf der nicht. Vielleicht darf der das. Wenn ich dem sage, der darf das, dann darf der das. Ne? Ja, fein. Wozu ist mir gegeben? Was wollte ich nicht? Naja. Feine Hundis. Ach, du hast deinen Ofen daneben gestellt? Ja. Ja, also hier die Kartoffeln hier, die sind darf sich jeder gerne. Kartoffeln. Wer ist denn bitte schon Kartoffeln? Du bist eine Kartoffel. Ja, dann kriegst du keine. Dann kriegst und du keine da oben. Schweinefleisch. Wenn du keine hast, dann, so, ich geb dir mal hier so was. Das ist denn da drinnen? Junge, ich komme mit einer Spitzhacke. Dankeschön. Schön. Ja, danke. Gleich zurück. Ich hab gerade übrigens ziemliche Ruckler, ne? Ach, darum. Ja. Zieh ihn durch mal. Ja, danke. Was ist denn? Brauchst du was zu essen? Guck mal, ich bin ganz nett. Hallo, das solltest du nicht tun. Ey, wer hat dir geschlagen? Ich weiß nicht. Ne, der wurde nochmal geschlagen, einfach. Ja, Hundi. So. So. War eine schlaue Idee, ne? Mich anzugreifen. Das kriegst du irgendwann zurück. Du, ich kann, ja, gib mir mal was zu essen wieder. Kann ja was zu essen geben, bitteschön. Ich gebe mir meine Steaks wieder, am besten alle. Ja. Draußen sind noch 7 Millionen Tiere.
Entschuldigung, ja. So. Schieb den mal aus der Ecke da weg, da soll er nicht rein. Ja, da kommt jetzt was hin. Du hast mal den netten Rinderbraten vergessen. Hm? Du hast mal eine Rinderbraten. Ja, ich hab Schweinefleisch gegeben. Ja, das war auch mir, du Vogel. Gut, jetzt geht's schon wieder los. Ja. Ja, da fehlen nur noch so 5 Rindfleisch und 3 Steaks, aber gut. Ja, okay, reicht. Den Rest kannst du den Hunden geben. Dafür habe ich das hier. Ha. Warte, ich bin schon wieder oben. Ha, was? Dafür habe ich das hier. Ist das ein goldener Apfel? Ja. Krass. Habe ich noch nie gesehen. Und ich habe das hier. Da habe ich jetzt 2 Werkbänke im Inventar. Das Moment. Sind Melonensamen. Ja. Ja, dann magst du. Da wird sich der Bauer hier, unser Anbauer, freuen. Ja, hier, gib mir die mal. Ich pflanze die direkt an. Ja, aber ich würde sagen, wir gehen woanders hin, oder? Wollt ihr wirklich bei diesem Dorf bleiben? Weiß ich nicht. Ich hätte mich jetzt hier erstmal ein bisschen. Ich würde ein bisschen umgehen. Dann, ich meine, wir haben hier Zeit. Wir können ein bisschen was erforschen. Ja, wir können noch hier unsere erste Basis errichten und dann später noch. Genau, ich hätte jetzt hier erstmal so, dass wir ein bisschen Nahrung haben, hätte ich die mal hier angepflanzt. Und genau, dann, was hast du da in Hand? Ja gut, aber ein Feld ist ja schnell gemacht, das ist ja kein Akt. Eine Blume für dich. Oh. Sollen wir nicht mal hier oben so ein bisschen rumgucken, wo wir hingehen? So. Trag die immer mit mir rum jetzt. Das ist schön. Ja. Bei allem, was ich tue. Ich werde darauf achten. Wie die Idee hast du irgendwann nicht dabei. Ich hab also bauen wir da einfach. Also dann baue ich gleich mein Haus hier in die Nähe, ne? Oder sollen wir hier diesen Turm? Ne, der Turm ist so klein. Ich hab jetzt. Keine Ahnung, wir haben jetzt hier etagenweise. Ich hab mich jetzt hier unten mal eingerichtet, so ein bisschen. Daniel, willst du dann die oberste nehmen? Ne, nicht mit den Hunden. Stimmt. Oh, da unten läuft einer. Oh. Warum haben die Hunde mich jetzt gekillt? Achso, weil ich mich angegriffen hab, ja. Weil irgendwer mich angegriffen hat. Das war nur eine Spitzhacke, die sollen sich nicht so anstellen. Ja, das wissen die doch nicht. Kommt rein, Hundis. Vor allem spring einfach mal kilometerweit runter. Setz dich hin. Du darfst aufstehen, mein Hund. Der will nicht mehr aufstehen. Du hast ihn jetzt so verunsichert. So. So. Ist das schön? Gut. So, aber ich pack die mal irgendwo, wo die mehr Platz haben, hin. Wolltest du mir jetzt hier die Samen mal geben? Oder möchtest du die behalten? Ich kann die gleich geben, aber ich suche erstmal jetzt ein geeignetes Haus für meine Hunde. Ja, ich bin gerade hinter dir. Was haben die hier alle für Windshäuser? Weißt du, ich nehme einfach das Haus, was hier steht, und erweitere das. Ja, das kannst du gerne machen. Weißt du, dann machst du das mal ein bisschen größer. Ich sorge jetzt erstmal dafür, dass hier was zu essen. Ich bin mir unsicher. Dein Esel, frag nicht, was mit dem passiert ist. Das hört sich nicht gut an. Oliver, hattest du Hunger? Nein, es gab einen dramatischen Unfall. Hast du das nicht gelesen? Das stand in allen Medien. Daniels Esel wurde einfach mal. Ach, kannst du ja nicht gucken. Hallo. So, lalalala. Boah, so ein Holzdach ist auch geil, aber es braucht extrem viele Ressourcen. Also, ein Stammdach. Wo setze ich den jetzt am besten hin? Was mache ich denn jetzt mit denen? Hier ist keine Tür, ich setze sie hier rein. Lol. Was ist denn jetzt hier los? Wieso komme ich da nicht rein? Ich hab gar nicht. Ach, es leckt, oder? Nö, bei mir nicht. Bei mir schon, aber das heißt ja nicht unbedingt was.
Ja gut, du hast ja mal nur zwei Stiche. Echt? Ja. Ja, also, stimmt. Also wenn ich die das abbaue, dann das geht nicht kaputt. Ach, das könnte daran liegen, dass ich meine, es war immer so, dass am Anfang so direkt am Spawngebiet man Sachen nicht abbauen kann. Was? Ich glaube, so war seit das. Wann? Das war mal nicht schon immer so. Ja gut, da müssten sie hier ran. Aber Hundi. Hundi, komm rein. Komm, Stucki. Muss ich ihn reinschieben? So. Auf. Hinein mit dir. Geht das auch so? Nein, was? Natürlich nicht. Geh doch nicht hier rein. Schmeiß sie doch hier raus. Nein. Woanders ist das nicht sicher. Ja, aber hier ist das störend. Nein, die bleiben hier drin. Ja, dann bleiben die halt da, aber nicht hier mal an den Kisten. Ja, okay, da habe ich kein Problem mit, solange die hier drin bleiben dürfen. Komm. Was wollte ich denn jetzt machen? Und jetzt kommen, bewegt einfach den Arsch. Dankeschön. Alter, stirb doch endlich. Danke. Komm rein, Hund. Ach, jetzt hat mir auch ein gewisser Herr die Wolle geklaut. Ist der Hund irgendwie so mentally retarded oder so? Was ist denn los mit dem? Komm her. Komm grad jetzt, du. Ach, hier sind noch ein paar Kürbisse. Ja, also geht doch. So. Ja, Kürbisse, da können wir so, erstmal okay. Nicht so viel mit anfangen. Willst du mir jetzt mal die Melonen geben? Dankeschön. Ach ja. So. Wo sind denn noch ein paar Schäfchen? Beziehungsweise eins. Ja, wieso hab ich Holz bekommen? Wer hat mir Holz zugeworfen? Oh, das kann nicht gewesen sein. Ja, gib mir das mal bitte wieder. Ups. Ja, du bist auch ein ganz schlauer. Ne? Ja, du hast es wieder aufgenommen, ja. Nicht? Ich hätte dich so schnell das aufzunehmen, ne? Scheint doch. So, hier oben tue ich jetzt schon mal ein paar Kartoffeln rein, also wer nichts zu essen hat. So, ich suche mir jetzt ein hübsches Pferdchen aus. Euch. Ach stimmt, man muss sich hier ohne machen, ne? Was muss man machen? Aua, wieso greift mich die scheiß Spinne an? Was ist das denn für eine? So, ha, Cobblestone gefunden! So, die ist so okay, so lala. Hat hier unten die Leiste voll. Oh, der ist schon besser. Guck mal, der mag mich, glaube ich, auch direkt. Nein, schade. Komm ran. Der will nicht. Tja. Das ist aber gut erzogene Hunde. Nicht. Was? Der ist sogar noch besser. Oh. Wie bist du denn hier schon wieder? Auch gut. Ich glaube mit einer Reihe voll und drei ist am besten, was ich hier bekommen kann von den Pferden. Kann ich mir das hier. Na. Na. Jawohl. So, ich nehme hier gerade mal ein bisschen Kohle auseinander. Wie viel Kohle habt ihr eigentlich? Was ist denn los mit dir, Pferd? So aktuell 53. Wo seid ihr? Gut. Aber kannst du gerne mitbringen. Ich bin gerade im Berg. Weil ich brauchte ein bisschen. Ja, jetzt also. Die Hacke. Oh, du hast sogar schon eine Rüstung. Ja, natürlich. Das ist ja geil. Hui. So. Du brauchst nur noch eine Leine, damit du den nicht ausbiffst. Ja, ja. Weißt du, was man auch machen kann? Hört ihr das Geräusch? Nee. Was ist das? Terroranschlag. Das heißt, dass wir noch 15 Sekunden haben, da sind 20 Minuten rum, weil wir haben ja ein bisschen später angefangen.
Okay. Mhm. Ja, dann Daniel, du hast eröffnet, dann mach doch auch Schluss. Genau. Ja, wieso? Ich hab doch angefangen, dann kann ja was anders werden, oder nicht? Ich würde dafür das immer sagen, dass derselbe beendet wie anfängt, du Scherzbold. Ich sehe schon Kommentare. Wollt ihr jetzt wirklich darüber streiten? Ja, wir diskutieren über alles. Hier wird alles diskutiert. Es muss diskutiert werden. Nein. Nee, aber wenn du nicht möchtest, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Verbesserungsvorschläge gerne in die Kommentare. Gebt uns einen Daumen hoch und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr wieder einschaltet. Eins will ich noch einwerfen. Nee. Eine Sache vom letzten Mal. Aua. Fand ich super. Kommt vorbei, wenn ihr uns trollen wollt. Schönen Tag noch. Tschüss. Ciao. Mich kriegst du nicht.